Hallo, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer vierten Sitzung. Heute geht es um Medienselektion und die Mediennutzung. Es ist damit also die erste so richtig rezeptions- und wirkungsforschungsorientierte Sitzung, mit der wir uns auseinandersetzen werden. Und ja, legen wir also direkt los. Heute wird es erst darum gehen, dass wir theoretisch uns annähern, was sind denn überhaupt Medien? Ne? Gar nicht so einfach tatsächlich. Kanäle und Kommunikation, wie kann man das unterscheiden? Wie sieht es aus mit der Mediennutzung in Österreich aktuell? Dann gibt es einen kleinen Fokuspunkt in Bezug auf die Fragestellung, inwiefern Medien einander ersetzen oder sie sich verstärken, es also immer mehr wird. Wir sprechen über den Digital Divide, Uses and Gratifications oder ganz bekanntes Uses and Grats und schließen dann mit der Mood Management Theorie. Beginnen wir also mit einer Übersicht über die Medien, Kanäle und Kommunikation. Und da sei wirklich vorweg zuerst gesagt, dass das gar nicht so klar ist, was eigentlich ein Medium genau ist, welche Kanäle wir hier hinzuziehen können und was eigentlich überhaupt unsere Analyse Gegenstand ist. Nur weil es schwer ist, ist es deswegen nicht unmöglich, aber sicherlich keineswegs. Aber es ist schon gut zu wissen, dass es dass man auch einen guten grundsätzlichen Überblick braucht, was eigentlich Medien sind. Nähern wir uns der ganzen Sache theoretisch allgemein. Wenn wir mit einem Medium sprechen, finde das vor allem zuerst vor dem Hintergrund einer gewissen Infrastruktur statt. Sei es das Verkehrsnetz, welches uns hilft, Briefe auszutauschen, welches es beispielsweise im alten Rom ermöglicht hat, Nachrichten von A nach B zu transportieren, es also weiter schneller ging, also eine große Relevanz hat, inwiefern auf welche Infrastruktur wir zugreifen können. Sei es Telefonleitungen, Internet, 5G, Glasfaserkabel, das bietet die Grundlage für Kommunikation und ist indirekt schon auch ein Teil des Mediums, aber eher mehr, indem es den Rahmen gibt und das Medium ermöglicht. Dann, und was sicherlich vielleicht der intuitivste Zugang ist, ist das Endgerät, also das Buch, das Radio, der Fernseher, das Smartphone, der Computer und so weiter, dass wir das, was wir am Ende in der Hand halten, und das ist sicherlich das, was wir, worüber wir am meisten denken. Aber dann hört es nämlich nicht auf, denn wenn wir diese Medien nutzen, ist es so, dass wir damit unterschiedliche Dinge machen können, also vollkommen unterschiedliche Dinge. Wir können E-Mails schreiben, wir können chatten, Instant Messenger nutzen, soziale Netzwerkseiten nutzen. Von daher ist es grundlegend unterschiedlich, was wir hier machen. Ja, es gibt dieses geflügelte Sprichwort, no screen time is created equal, wir können es nicht vergleichen. Dann macht es einen Unterschied durchaus, welche Anbieter hier auf diesen Medien Dinge zur Verfügung stellen, auf diesen Endgeräten. Es kann über den ORF beispielsweise kommen, es kann eher auch über den Hersteller kommen, also Apple, oder eben über Dienstanbieter wie Facebook, Instagram, die plattformübergreifend agieren. Ja, und das ist mittlerweile auch ein sehr fließender Übergang. Also Google, die beispielsweise eigentlich erstmal eine Suchmaschine waren, aber dann auch in Kooperation mit anderen Herstellern auch Hardware angeboten haben und jetzt das fast auch ganz genuin selbst Hardware anbieten. Also das, da können wir das unterscheiden. Und als nächstes, vor allem aus einer psychologischen Sicht, sehr relevant ist natürlich dann aber auch, was wir dann damit machen, auch selbst innerhalb einer Anwendung beispielsweise der sozialen Netzwerkseiten. Wir können, und das ist vielleicht die große Unterscheidung, wir können das aktiv nutzen und wir können das passiv nutzen. Und aktiv bedeutet in der ersten Linie, dass ich etwas produziere, dass ich etwas schreibe, dass ich kommentiere, dass ich like, dass ich also wirklich da konkreten Content produziere. Auf der anderen Seite
ist es so, dass wir passiv rezipieren können. Wir lesen beispielsweise als Lesen als das intuitivste, klareste passive Verhalten. Wir können aber auch scrollen, das wird auch als Lurken bezeichnet. Gerade Social Media zeigen, dass das ganz häufig beides ist, also sowohl aktiv als auch passiv. Und dann spricht man von einer Produsage. Also wir produzieren und wir nutzen, weil wir hier mal ein Comment platzieren, aber in der Regel eigentlich lesen, dann mal liken, dann mal sharen. Und das ist einfach nicht mehr nur so, dass wir uns zurücklehnen und etwas lesen, sicherlich in allererster Linie, aber auch immer wieder aktiv werden und es Rückkanäle gibt. Und auch diese Unterscheidung empirisch super schwer dann auch zu messen ist, weil es so eng aufeinander folgt. Und es ist auch eine Herausforderung, ist jetzt eben aktiver von passiver Social-Media-Nutzung überhaupt trennscharf zu messen. Dann aber macht es natürlich einen Riesenunterschied, wenn ich auf Social Media bin und ich informiere mich über Politik oder ich folge InfluencerInnen oder SportlerInnen oder Freunden, ob es eben soziale Aspekte hat, dass ich mich austausche oder eher Zeit verdödele. Also das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt, also was ich dann genau mir eigentlich anschaue und mit welcher Absicht ist, dass ich das tue, ist mindestens genauso wichtig. Und eben beispielsweise, ob mein Aspekt oder meine Intention es ist, zu lernen oder eben Zeit zu vertreiben, mich zu unterhalten. Und das ist natürlich was vollkommen Unterschiedliches. Also wenn meine Absicht ist, eher Zeit totzuschlagen, dann werde ich wahrscheinlich auf Social Media andere Dinge rezipieren, als wenn ich darüber recherchiere und versuche eben Inhalte rauszukriegen. Also Sie sehen, es ist tatsächlich wirklich lohnenswert, das zu unterscheiden. Und auch wir in der Wissenschaft müssen auch immer aufpassen, auf welcher Ebene wir argumentieren. Und so, wenn wir beispielsweise auf der Endgeräte-Ebene argumentieren, das Smartphone macht das und das mit uns, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir hier klare Effekte finden können, weil es eben so unterschiedliche Arten der Nutzen gibt. Und ja, das muss man hier im Hinterkopf bewahren. Wir können das Ganze aber auch uns historisch betrachten, weil natürlich nicht alle Medien auf einmal da waren und eben in diesem Aufkommen von neuen Medien, alte verdrängt werden und das eine interessante Dynamik entfacht. Und das älteste Medium ist sicherlich der Face-to-Face-Kontakt, also mediiert über die Luft, wenn Sie so wollen, das Sprechen miteinander, das Austauschen, und das kennen Sie aus, davon haben Sie schon gehört, oder aus der Kommunikationspsychologie, ja, wie viel da auch beispielsweise paraverbal allein abläuft, über Mimik, Gestik, Körperhaltung, Sprache, Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe, beinhaltet viele Informationen, die wir übereinander austauschen. Diese Informationen werden dann vielleicht in der ersten Instanz oder was nochmal, also man muss hinzu sagen, ob Face-to-Face als Medium gezählt wird, da gibt es eine gewisse Uneinigkeit darüber. Was ich gelesen habe, ist, dass die meisten es als dazu zählen, aber man sicherlich kann man auch begründen, das nicht dazu zu zählen. Ich denke, eindeutiger wirkt es bei den nächsten. Wenn wir beispielsweise lernen, dass wir über Lichtsignale, über Rauch, über Zeichen, Symbole, Bilder, Musik, Theater und so weiter, dass wir darüber dann natürlich direkte Botschaften austauschen können, die eben nur in Form der transformierten Nachricht ausgetauscht wird. Also Stichwort Morsezeichen andere Formen, auch Buchstaben, ja, die es darüber schaffen, Inhalte zu transformieren und dann auf der Empfängerseite wieder die Botschaft ankommen zu lassen. Besonders herauszugreifen hier ist der Brief und eben darüber der Austausch über die Distanz, welche früher noch weitaus von größerer Bedeutung war, und damit einhergehend auch das Buch, welches es geschafft hat, eben Wissen zu konservieren und eben nicht nur aus diesem aktiven Gebrauch
rauszunehmen, sondern weiterzugeben. Aber da heute kann man auch sicherlich E-Books hinzuzählen. Die Kommunikationswissenschaft hat ja ihren Ursprung in der Zeitungswissenschaft. Und da fängt es dann eben an, noch klarer massenmedial auf einer täglichen Ebene die Kommunikation stattzufinden. Und das hat natürlich dann auch eigene Charakteristika. Können über Radios weitermachen oder heute als neuere Adaption die Podcasts, das Telefon, heute neuere Adaption Videotelefonie oder auch natürlich jetzt in letzter Instanz Zoom, Teams, eben die Software, die im Rahmen der Pandemie den Austausch revolutioniert hat, den Film oder das Kino, das Internet, Chat, Kurznachrichten, Instant Messenger, dann die Weiterentwicklung vielleicht Social Networking Sites und hier die Unterscheidung, die man allgemein vornimmt. Also Facebook ist so ein bisschen der Tanker, der so alles abbildet, eher textfokussiert ist Twitter, früher ausschließlich textbasiert, eher bildbasiert ist Instagram und eher videobasiert eben TikTok als neuester ernstzunehmender Player auf dem Markt. Und ja, und das dann alles mittlerweile nahezu alles davon über Smartphones zugänglich. Also Sie sehen, dass das eine Entwicklung darstellt und eben da es gewisse Verschiebungen gibt. Es ist schwer, Medien genau zu definieren. Also es ist wirklich die Frage, was ist ein Medium? Über was sprechen wir da? Ist Facebook ein Medium? Ja, naja, wir haben es eben gerade angesprochen, es ist eine Anwendung, welche man als Teil von Medien verstehen kann. Aber auf jeden Fall ist das nicht so eindeutig. Eine spannende Perspektive ist hier das Riepelsche Gesetz, welches, ich lese es vor, besagt, kein gesellschaftlich etabliertes Instrument des Informations- und Gedankenaustauschs wird von anderen Instrumenten, die im Laufe der Zeit hinzutreten, vollkommen ersetzt oder verdrängt. Ein spannender Punkt und interessant, weil man tatsächlich merkt, dass häufig eben der Tod von Medien vorhergesagt wurde, vom Buch oder vom Telefon oder vom Brief, aber das nie so wirklich der Fall war, sondern eher sicherlich es Bedeutungsverschiebungen gibt, aber man das nicht so klar konstatieren kann. Man muss aber natürlich eben schon sagen, naja, also da ist glaube ich schon was dran, und da ist sehr viel dran, aber es ist so, dass sich Medien vor allen Dingen ergänzen, verdrängen und unterschiedlich genutzt werden. Aber ich meine, natürlich ist es so, dass wir heute kein Telegramm mehr verschicken würden, es sei denn über die App. Von daher ist da viel dran, aber es ist nicht unbedingt 100% logisch korrekt. Was wir in jedem Fall beobachten können, ist, dass es eine Medienkonvergenz gibt, dass sich immer mehr Inhalte auf das Smartphone beziehen, welches zu einem sogenannten Meta-Medium wird. Also Meta steht dafür, dass man über den Dingen ist und eben das Smartphone so viele Dinge integriert, die früher einfach jeweils einzelne Devices und Geräte und Anwendungen erfordert haben. Ja, und das ist sicherlich ein ganz großer Trend des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich. Dann gucken wir uns einmal an, wie sehr jetzt vor allem mit dem Fokus auf Österreich die unterschiedlichen Medien oder Geräte genutzt werden. Wenn wir uns anschauen so für 2019, welche Dinge mehrfach pro Woche genutzt werden, also richtig nachhaltig. Es ist interessant, dass das Telefon zu Hause hier am meisten genutzt wird, gefolgt vom Fernseher, Telefon unterwegs und Radio hören. Also das sind da wirklich noch die Keyplayer. Und dann kommt erst das Internet und Zeitungen, Zeitschriften und Social Media. Das natürlich über ganz Österreich, muss man natürlich wissen, gibt es natürlich klare Altersunterschiede. Aber man darf nicht unterschätzen, wie viel noch die klassischen Medien in der Gesellschaft vertreten sind. Gleichwohl ändert sich das natürlich. Wir sehen, dass die Smartphone-Nutzung natürlich mindestens linear ansteigt, also auf jeden Fall äußerst nennenswert im Laufe der letzten Jahre und ein ganz relevanter neuer Anwendung ist.
Wenn wir uns InternetnutzerInnen anschauen, sehen wir eben das vorhin skizzierte, also junge Menschen nutzen wirklich durchgängig das Internet, das kann man so sagen, aber es nimmt dann doch immerhin ab mit zunehmendem Alter, also man darf das auch nicht immer übermäßig generalisieren, aber ja, nahezu 90% nutzen das Internet. Die Arten der Internetnutzung unterscheiden sich. Instant Messages ist interessanterweise mit am häufigsten genannt und dann kommen wir auch gleich dazu, vor allem im WhatsApp, aber Internet Banking wird auch sehr viel genannt, Telefonieren, soziale Netzwerke und das Hören von Musik. Das sind also die Hauptzwecke der Nutzung. Wenn wir uns jetzt mal bei Jugendlichen das anschauen, wer was wie viel nutzt, dann sehen wir, dass WhatsApp da ganz klar führt, darauf kann man nicht verzichten, gefolgt von YouTube, Instagram, Snapchat, doch immer noch sehr viele. Interessant, weil ich selbst das auch mal ein bisschen genutzt habe, aber das nie wirklich in meinem eigenen Nutzungsrepertoire angekommen ist. TikTok steil zunehmend und auch Pinterest recht stabil mit dabei. Da gibt es auch große Geschlechterunterschiede bei den jeweiligen Netzwerken, wie die genutzt werden. Ja, welche Anbieter, also auch als mögliche Betrachtungsweise auf Medien, werden genutzt? Und hier ist der ORF sehr klar führend, sowohl in einem Online- als auch in einem Offline-Kontext. Was interessant ist, was wir beobachten können, ist, dass Nachrichten zunehmend über Social Media rezipiert werden und zunehmend über das Smartphone als Gerät. Und ja, interessant eben bei Social Media, die vielleicht auch so eine Art von Meta-Dienstleistung sind, die eben ganz viele Dinge kombinieren und aber auch die Informationen über die Welt, über Freunde und Verwandten, aber genau das hier auch eine Relevanz spielt. So, wir haben jetzt gesehen, dass die Nutzung von Smartphones zunimmt und jetzt können wir uns natürlich dann die Frage stellen, führt die Nutzung von Smartphones dazu, dass Menschen auf einmal weniger miteinander kommunizieren? Ja, wir haben ja nur endlich Zeit am Tag und wenn wir in die Bahnen schauen, sehen wir Busse und Bahnen, sehen wir, dass die Menschen auf ihr Smartphone gucken und kaum miteinander reden und ja, führt das nun dazu, dass Menschen also immer weniger kommunizieren, unsere Mediennutzung. Und ich fand das so spannend, ich kann Ihnen da jetzt also gerne, jetzt kommt ein kleiner Fokus, berichten von einer Studie, die wir durchgeführt haben, basierend auf einem großen Sample in Deutschland, also das Ausgangssample war auch noch weitaus größer, aber wir haben hier eine Substichprobe gezogen, eben von Personen, die drei Medien nutzen, also Face-to-Face, das nutzt jeder, aber auch Instant Messenger und soziale Netzwerkseiten. Und die haben wir befragt mit einem Abstand von 6 Monaten und wir wollten rauskriegen, wie ist das denn? Ist es so, dass die Nutzung von Social Media die Face-to-Face-Kommunikation beeinflusst? Und dadurch, dass wir einen Längsschnitt haben, haben wir eine bessere Ausgangslage, hier Kausalität zu einzuschätzen. Aber man darf sich da auch nicht zu sicher sein und die Analysemethoden, das weiß ich jetzt auch, könnte man auch optimieren. Aber es gibt uns sicherlich schon mal einen gewissen Einblick, was womöglich richtig ist. Also Sie erinnern sich an die zurückliegenden Sitzungen, wir sollten nie zu sicher sein, es ist probabilistischer Zugang. Aber schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Wir haben also nun diese drei, wir haben Leute eingangs gefragt, naja, wie häufig sprechen Sie denn eigentlich mit Freunden, Familie, Verwandte so face-to-face? Ja? Und wie häufig machen Sie das über soziale Netzwerkseiten und Instant Messenger? Wir haben zuerst festgestellt, dass Leute, die mehr face-to-face kommunizieren, auch mehr soziale Netzwerkseiten nutzen. Ja, also dass es einfach gesellige Leute oder gesprächige Leute, dass die das tendenziell überall sind, auch bei Instant Messengern und auch der Fall müsste von Instant Messenger zu soziale Netzwerkseiten gehen natürlich. Ja. Also dass Leute, die mehr Instant Messenger nutzen, auch mehr soziale Netzwerkseiten nutzen.
Wir finden, dass dass das Verhalten über die Jahre recht stabil ist und dass es also hier nicht allzu viel Veränderung gibt. Und sehen also, dass Menschen, die mehr face-to-face kommunizieren, das auch zu mehreren längeren Zeitpunkten tun. Es ändert sich also nicht von heute auf morgen. Was wir aber feststellen können, ist, dass Menschen, die zu einem früher gehenden Zeitpunkt mehr über soziale Netzwerkseiten kommuniziert haben, interessanterweise ein halbes Jahr später im Vergleich zu anderen Personen ein bisschen mehr face-to-face kommunizieren. Und wir finden auch raus, dass Leute, die vor einem halben Jahr mehr über soziale Netzwerkseiten kommuniziert haben, ein halbes Jahr später Tendenz auch mehr über Instant Messenger kommunizieren. Also das ist die Hypothese, dass es also eher dann langfristig zu mehr Anschlusskommunikation führen kann. Also es ist jetzt hier eine langfristige Perspektive. Man kann also resümieren erstmal, dass Menschen, die mehr kommunizieren, das auch auf allen Kanälen tun und dass im Längsschnitt eben die soziale Netzwerkseitenkommunikation leicht positiv korreliert mit Face-to-Face- und Instant-Messenger-Kommunikation und Instant-Messenger-Kommunikation auch leicht positiv mit SNS-Kommunikation korreliert. Also es ist ein eher Indizien dafür, dass wenn sie aktiver werden auf sozialen Netzwerkseiten, dass das zu einem späteren Zeitpunkt eher damit im Zusammenhang steht, dass sie auch mehr face-to-face kommunizieren. Und eben aufgrund der Tatsache, dass das eine zuerst kommt und das andere später gemessen wird, kann man sich etwas sicherer sein, dass das womöglich ein kausaler Effekt ist. Wenn man sich, oder was ich gemacht habe, ich habe mir den European Social Survey angeschaut, das habe ich auch schon mal vorher berichtet. Und da kann man eben über den langen Zeitverlauf sehen, wie das gewisse Parameter sich entwickeln. Was man tatsächlich finden kann, ist, wenn wir die Anzahl der physischen Treffen betrachten, dass diese abzunehmen scheint, leicht. Also noch Anfang des Jahrtausends haben Leute da eher das häufiger getan, also jetzt vor allen Dingen junge Menschen. Das ist etwas zurückgegangen, sicherlich während der Corona-Krise noch mehr. Aber interessanterweise ist es so, wenn man die Leute fragt, haben sie einen Gesprächspartner für intime Dinge oder für persönliche Dinge? Und das scheint sogar tendenziell eher leicht zu steigen. Von daher ist es nicht notwendigerweise so, dass ein Rückgang der sozialen Aktivität auch ein Rückgang der Qualität der sozialen Aktivität bedeutet. Also das muss man wirklich auch unterscheiden. Aber das sind ja auch nur Indizien hier, aber die, wie ich finde, interessant ist. Ja. Spricht jetzt gegen die Hypothese der Vereinsamung der Gesellschaft, aber es ist auch nur ein Blickwinkel darauf. Wenn wir uns mit Medien beschäftigen, ist es häufig auch die Frage, was macht das mit uns in der Gesellschaft und gesellschaftliche Perspektiven auf die Mediennutzung. Und eine, die hier ganz häufig diskutiert wird, ist die des Digital Divides. Was ist hier unsere Ausgangslage, ein Grundprinzip und ein Grundprinzip, was sehr wirkmächtig ist, was Sie sich merken sollten für Ihr Leben, falls Sie es noch nicht kannten, nämlich das sogenannte Matthäus-Prinzip. Ich habe das mal aus der Bibel 1:1 nachgeschaut, weil es steht im Matthäus-Evangelium. Da steht, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also das ist bekannt als, wer hat, dem wird gegeben, Sprichwort. So ist es quasi immer ausbuchstabiert. Oder das Rich-Get-Richer-Prinzip. Ja, das bedeutet, also das beschreibt die auseinandergehende Scheren der Bevölkerung, dass diejenigen, die schon viel haben, das Geld und das Vermögen nutzen können, um noch mehr anzureichen und noch mehr zu gewinnen. Ja, und wer mehr hat, wer hat, dem wird gegeben. Also was hat man, das kann man eben über den sozioökonomischen Status
messen, also SÖS oder Englisch Socio-Economical Status, SES. Das umfasst den Bildungsabschluss, Einkommen oder auch das Vermögen. Und das ursprüngliche, also um jetzt auf den Digital Divide einzugehen, das ursprüngliche Verständnis war, dass Menschen, die einen höheren Social Economical Status haben, mehr Zugang zu digitalen Medien haben, weil die natürlich Geld kosten und das muss man, einen Computer muss man sich leisten können. Und dass die Argumentation war, also dass dann eben hierüber Menschen, die wohlhabender sind, mehr Medien nutzen können und darüber dann auch mehr Wissenszuwachs generieren können. Das Problem ist nur aktuell im Dachraum, dass sich das Phänomen umkehrt, dass sogar diejenigen mit niedrigerem sozioökonomischen Status Medien mehr nutzen und über mehr Medien, vor allem über die Anzahl verfügen, also mehr Mediengeräte, mehr Fernseher oder auch Smartphones sogar. Und Deutschland ist eines der wenigen Länder, in der Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status soziale Netzwerkseiten mehr nutzen. Weltweit trifft es aber weiterhin zu, wenn wir uns also die ganze Welt betrachten, da ist es so, dass Menschen, die über einen höheren sozioökonomischen Status verfügen, dass die Medien mehr nutzen. So, ursprünglich ging es eher über den Zugang zu Medien und was dann passiert. Jetzt ist es eher so, es hat sich verändert, das Verständnis vom Digital Divide. Jetzt ist es eher so, dass wir sagen, die Wirkungen, die ein Medium hat, hängt vom sozioökonomischen Status ab. Sprich, Menschen mit höherem sozioökonomischen Status, mit mehr Vorwissen, mit mehr Intelligenz, also das erweitert das jetzt ein bisschen, können aus einer Mediennutzung viel mehr rausziehen. Ja? Also der typische Fall einer Moderation, der Effekt von zwei Variablen hängt von einer dritten ab. Ja? Also ich rezipiere ein Medium und ich gucke, was lernen die Menschen. Und je höher der sozioökonomische Status ist, umso mehr kann ich daraus ziehen. Ja? Umso mehr Vorwissen habe ich, ob das ich aufbauen kann. Und das ist also jetzt eher mehr der Digital Divide, dass wenn Sie eine Person mit einem hohen sozioökonomischen Status und eine Person mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, wenn Sie den beiden ein Handy in die Hand drücken mit einem Twitter-Profil, dann wird die Person mit dem höheren Status, sozioökonomischen Status, da wahrscheinlich das einfach gewinnbringender nutzen können. Ne? Anderen Leuten folgen und darüber womöglich besseren Content bekommen oder auch Content bekommen und damit mehr anfangen können. Und von daher sehen wir eben also, dass Medienrezeption sich nicht für alle gleich ausgestaltet und dass die digitalen Medien eben hier da eben ihren Beitrag zu leisten können, dass diese Schere eben weiter auseinandergeht. Ja, das ist einer der zentralen Punkte gewesen der heutigen Theorien. Wir gehen zu einer nächsten Theorie, die mindestens genauso zentral ist und auch sehr erklärungsmächtig ist. Und zwar gehen wir zu der Uses and Gratifications Theorie oder beziehungsweise Ansatz. Uses and Gratifications, es gibt drei Arten mindestens der Uses and Gratifications. Erstmal, für was steht das? Für Zwecke und für Belohnung. Also Uses, wofür nutze ich das? Und Gratifications, was erhalte ich dadurch? Wir haben die Gratifications expected, also die erwarteten Gratifikation, die erwarteten Belohnungen. Was wäre das? Also, wenn ich Twitter nutze, die Nutzung von Twitter ermöglicht es mir, mich über aktuelle politische Entwicklungen zu informieren. Ja, es geht hier um die Nutzungserwartung. Ja, wenn ich das mache, wenn ich jetzt mein Handy raushole und Twitter nutze, kann ich mich darüber politisch informieren, ja? Und da würden vielleicht manche sagen, ja, weil sie auch den Leuten folgen. Manche würden sagen, nein, weil sie nur Sportaccounts folgen. Und manche würden sagen, nein, weil ich kenne mich nicht aus. Dann können wir davon unterscheiden, die Gratifications sought, also die gesuchten, also von Seek, die gesuchten Gratifikationen. Und das wäre, ich nutze Twitter, um
mich über politische Entwicklungen zu informieren. Ja? Ist das auch die Absicht? Also ich meine, mag ja sein, dass ich das kann, aber vielleicht, dass mir das möglich ist, aber vielleicht ist es eher so, dass ich das mache, um mich abzulenken. Ja? Ich informiere mich, aber für mich ist politische Information eine Form der Ablenkung. Ja, für andere vielleicht nicht. Das heißt, was ist der Zweck? Ja? Ich weiß, das gibt mir das, das und das und das, aber warum ich das jetzt mache, ist, um mich zu entspannen, um zu lachen, um mich zu informieren. Ja, und deswegen nutze ich das Medium. Und als letztes ist dann eher so die Media-Effekts-Perspektive. Was sind denn die Gratifikationen, die angekommen sind? Denn häufig ist es ja bisweilen so, dass ich versuche oder ich eine Absicht habe, aber sich das dann gar nicht so als herausstellt. Und dann beispielsweise, wenn es als Gratification obtained wäre, ich habe letzte Woche auf Twitter Infos über aktuelle politische Entwicklungen erhalten. Also es hat geklappt. Ich habe mich hier über den Regierungsskandal, den jüngsten, informieren können und habe darüber Dinge erfahren, die relevante Infos eben waren. Also das ist das Nutzungsergebnis. So, was sind denn typische Uses und Grats? Ja, habe ich schon ein paar angesprochen, also ganz allgemein ist es so, sich zu informieren, also bei Medien ganz vorneweg, auch aus demokratietheoretischer Sicht. Ja, wir nutzen Medien, um zu gucken, was passiert, um zu lernen. Ja, also das machen sie aktuell gerade, sie informieren sich sicherlich auch, aber es ist auch das Lernen, also schwierige Dinge neu aufzunehmen, ein Buch beispielsweise, zu organisieren, ihren Alltag, ihre Arbeit und einfach zu arbeiten, also Dinge zu tun oder auch um einzukaufen, ja, was man da vielleicht ein bisschen von trennen kann. Dann können wir das nicht nur allgemein betrachten, sondern auch emotional, entspannen, ja, ganz typisch abends Netflix anschalten und sich zurücklehnen oder aber sich vor allem unterhalten. Man kann auch differenziert ablenken, Eskapismus, also to escape, so Escape Room, kennen Sie, also abhauen, ja, flüchten. Wenn das Leben vielleicht gerade mal nicht so schön ist, dann, dass man sich mit was anderem beschäftigen kann. Abreagieren, Venting, ja, Stichwort Ballerspiele auch häufiger genannt. Vielleicht auch auf Social Media. Und aus einer Gewohnheit heraus, also das ist vielleicht etwas kontraintuitiv im ersten Moment, aber dass man hier sagt, dass man das tut, weil man dann weiß, was man macht. Ja? Wenn man zu Hause ist, macht man einfach den Fernseher an. Und dann muss man sich nicht überlegen, was man macht. Wir können soziale Aspekte hier in den Blick nehmen. Wir können uns beruflich vernetzen, Beziehungen pflegen, Beziehungen aufbauen, Freunde finden, den Partner fürs Leben finden, also immer relevanter, Online-Partner, Börsen oder Tools, Selbsterstellung, Impression Management. So, die sind jetzt ganz allgemein formuliert gewesen, die Uses and Grats. Wir schauen uns jetzt nochmal die vier zentralen Gratifikationen der Social Network Site Nutzung an. Ja. Informationsmanagement. Beispielsweise letztes Jahr im Zuge der US-Wahlen oder was? Was letztes Jahr oder dieses Jahr? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube letztes Jahr, ja. Letztes Jahr meine ich, eben um zu erfahren, wie hier wie die Stimmauszählungen sind. Also ich war da sehr viel auf Twitter, weil da gab es dann die neuesten News sehr schnell. Aber auch Beziehungsmanagement, beispielsweise hier hat ein Kollege von mir gepostet, getwittert, dass er gewotet hat und das habe ich einfach geliked, so ist einfach Form von Beziehungsmanagement, ja, habe das gesehen. Ja, genau, mir leid. Impression Management, eben, dass man sich als Wissenschaftler hier beispielsweise auch darstellen kann, Informationen teilen kann, was sind die Werte, die mir wichtig sind, meine Forschungsthemen, das ist eine Möglichkeit.
und auch das Stimmungsmanagement, Moodmanagement, wird hier sehr viel thematisiert. Ich habe hier das markiert, das Doomscrolling, also gerade eben dann, wenn man irgendwie das Kapitol mal wieder brennt, dass man häufig beispielsweise über diese Medien seine Stimmung sehr stark beeinflussen kann. Das war da vielleicht eher zum Negativen. Ja, aber auch natürlich ins Positive. Ja. Gerade auch unangenehme Situationen vermeiden. Ja. In dem Moment, wo es mir langweilig ist oder ich nicht weiß, was ich tun soll, kann ich leicht schnell das Smartphone rausholen und dann geht es mir schon wieder besser. Ja, das ist ein Key Learning. Bedeutet, dass Sie dieses gut wissen sollten und dass es eine relevante Chance gibt, dass dies auch abgefragt wird. Wenn wir uns den Uses and Gratifications Ansatz mal betrachten, wie finden wir den, wie ordnen wir den ein? Es gibt ein paar positive Dinge zu sagen. Ich denke, es ist eine sinnvolle und vor allen Dingen nutzerinnenorientierte Perspektive auf Mediennutzung. Ja, es ist so, dass wir Medien ja nicht zufällig nutzen. Ja, es gibt schon Gründe, warum wir das machen. Und das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Ja. Und es ergibt in einer gewissen Art und Weise einfach Sinn, warum wir Medien in welchen Kontexten nutzen. Es ist auch spannend, dass häufig für die Effekte von Medien, da kommen wir dann später darauf zu sprechen, die Motive der Nutzung weitaus wichtiger sind als die reine Länge oder das Medium. Ja. Und von daher sind die Zwecke, ja, die ich als Grundlage meiner Nutzung habe, da häufig viel relevanter. Und es ist einfach auch so vom Menschenbild, sieht NutzerInnen als proaktive Menschen an, die ein Stück weit reflektieren und anteilig rational agieren. Es gibt aber auch Dinge zu kritisieren, denn gleichwohl ist es so, dass Introspektion, also der Blick nach innen, warum ich etwas tue, nicht immer gegeben ist. Das machen nicht alle, das macht nicht jeder immer. Es ist auch nicht immer möglich, also manchmal können wir das nicht. Da wissen wir nicht, warum wir was gemacht haben und manchmal denken wir wissen, warum wir was gemacht haben und was war vielleicht ganz falsch. Und wir merken auch manchmal dann im Nachhinein, dass uns unsere eigentlichen Motive bewusst werden. Und menschliches Verhalten ist sicherlich nicht immer rational. Also, dafür brauchen wir keine Querdenker-Demos, um das zu lernen, dass Verhalten häufig irrational ist. Es ist so, dass wir natürlich auch mal dumme Sachen machen. Und Mediennutzung ist auch erlernt, automatisch und bisweilen auch politisch unkorrekt. Ja, manchmal wissen wir das nicht, warum wir das machen. Wir haben es einfach uns dran gewohnt oder wir haben uns anfangs gab es mal einen Grund, danach machen wir es nur noch aus Gewohnheit. Und naja, klar ist es so, dass wenn wir immer nur fragen würden, was wollen Sie rezipieren und wofür nutzen Sie Medien, dass wir dann vielleicht andere Antworten bekommen, als wenn wir auch mal uns mal das Verhalten anschauen. Und es ist immer noch so, dass ein ganz großer Teil der Internetnutzung beispielsweise in dem Bereich der Pornografie stattfindet. Und das machen die Menschen, aber da wird nicht so viel drüber gesprochen. Ja. Genau. Von daher, das muss man da berücksichtigen. Und eben, was interessant ist, da kommen wir auch nochmal im Laufe der Vorlesung darauf zu sprechen. Die Ökonomen haben da eine gute Unterscheidung zwischen Stated Preferences, also das ist das, was die Leute sagen, warum sie etwas machen, und die Observed Preferences, also das ist einfach das, wie sie sich verhalten. Und am Ende des Tages ist es eigentlich schon das, was zählt, ist, welcher Partei man die Stimme gegeben hat und nicht welcher Partei man gesagt hat, dass man die Stimme gegeben hat. Also gibt es ganz berechtigte Kritikpunkte am Uses and Gratifications Ansatz. Gleichwohl ist es einfach eine sehr sinnvolle Perspektive auf Mediennutzung und man muss sich der Einschränkungen bewusst sein, aber ich glaube, insgesamt gesehen ergibt das schon sehr viel Sinn. Gehen wir über zur nächsten Theorie, die des Mood Managements, welche da so ein bisschen eine Gegenposition einnimmt.
Die basiert auf den Arbeiten von Dolph Silman. Und die hat eine ein bisschen andere Herangehensweise. Es ist so, dass hier die grundsätzliche Annahme ist, dass Menschen Hedonisten sind. Dass Menschen also angenehme Zustände suchen und unangenehme Zustände vermeiden wollen. Ja? Angenehme Zustände positiv, mir geht's gut, ich muss nicht viel machen. Und negative, aversive Zustände ist auch häufig das Fachwort hier, die sollen vermieden werden. Und darüber hin, also Hedonismus, ja, also Hedonismus, mehr vom Guten, weniger vom Schlechten, die ganze Zeit nur Eiscreme und nie arbeiten. Darüber hinaus streben Menschen eine Homöostase an, nämlich ein angenehmes Stimulationsniveau. Es ist so, wir wollen nicht überstimuliert werden, aber wollen auch nicht unterstimuliert werden, das darf man auch nicht unterschätzen. Also absolute Reizdeprivation, also Reizentzug ist gar nicht angenehm. Also in einem dunklen Zimmer eingesperrt zu sein oder zu sein, das überfordert uns. Oder auch manchmal nur ganz alleine zu Hause zu sein, wenn der Fernseher klappt. So, nein, wir brauchen durchaus ein bisschen was mit uns, was uns anspricht, was uns aktiviert, aber das darf auch nicht zu viel sein. Ne? Und da dieses richtige Stimulationsniveau, dafür sind Medien da. Also vor allem, wenn man nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, dann möchte man dann eher danach wenig anstrengende Dinge tun. Und das ist laut Silman der primäre Wirkmechanismus von Medien. Es ist so, dass wir Medien die Möglichkeit haben, Emotionen, Affekte und Stimmungen auszulösen. Und das möchte ich nochmal drauf eingehen. Stimmungen sind überdauernde Affekte, also das geht einfach etwas länger. Ja, ein Affekt, ich kann mich mal kurz aufregen, aber eigentlich bin ich entspannt, aber eine Stimmung kann auch mal über Stunden gehen. Ja, und Medien können eben entspannen, unterhalten, aufmuntern, ablenken. Und im Laufe unseres Lebens lernen wir implizit einfach, welche Medien was mit uns machen, zu welchen Empfindungen führen. Und dann ist es so, dass sobald wir einen Zustand erreichen, den wir gut finden, ja, der uns gut tut, dann verfestigt sich die Mediennutzung, die dazu geführt hat. Und das ist uns gar nicht so klar. Also das ist häufig ein Vorgang, der implizit abläuft, gemäß Dolph Silman, und basiert auf dem Prinzip der operanten instrumentellen Konditionierung. Sie erinnern sich vielleicht an den theoretisch-historischen Überblick. Dort haben wir den Behaviorismus thematisiert und das ist einfach auch eine Theorie, die in dieser Schule zu verorten ist oder daraus auch entstammt. Ja, den Ansatz von Silman kann man ebenso diskutieren. Und positiv ist sicherlich, dass er in einfach in vielen Situationen das Verhalten aber gut vorhersagen kann und auf jeden Fall richtige Sachen anspricht. Gleichwohl hat er seine Probleme. Die Rolle der Emotionen als Gratifikation wird überschätzt. Also es ist einfach nicht nur so, dass wir Medien nur nutzen, um unsere Stimmung zu regulieren, denn es ist auch so, dass wir uns, es gibt das sogenannte Sad-Film-Paradoxon, also traurige Filme-Paradoxon, wir rezipieren auch unangenehme Dinge, ja, Schindlers Liste oder Saw oder was auch immer. Es gibt also Squid Game vielleicht. Es geht nicht immer nur um Unterhaltung und Hedonismus, sondern auch, vielleicht nicht unbedingt bei Squid Game, aber auch um Sinnhaftigkeit. Ist es sinnvoll? Werte, Lernen und das gute Leben, also Eudämonie. Ich möchte gerade nochmal eine Klammer aufmachen oder natürlich auch soziale Motive, ja, mitreden können, mit dazugehören, die natürlich bei hippen Dingen eine große Rolle spielen. Klammer zu. Ich möchte nur auf die Eudämonie eingehen, weil die Eudämonie, und es ist wichtig, ist ein Gegenspieler zur Hedonie. Also Hedonie ist einfach nur Affekt. Ja, das ist mehr von dem, was mir gut tut.
Aber wenn das so wäre, würden wir den ganzen Tag nur Drogen nehmen. Und selbst wenn es so wäre, dass man das könnte, den ganzen Tag nur Drogen nehmen, würde uns das nicht erfüllen. Also die meisten, vielleicht manche, aber die meisten nicht. Sondern wir würden sagen, da muss doch noch mehr sein und es muss doch irgendwie um den Sinn gehen und um das richtige, gute Leben, einander zu helfen, füreinander da zu sein, sein Potenzial zu entfalten, zu lernen, zu erfahren. Und ja, das ist alles das, was eudämonische Gründe sind und die natürlich bei der Mediennutzung eine ganz gehörige Rolle spielen. Ja. Ich lese bisweilen Bücher, die finde ich eigentlich eher anstrengend, aber es strengt an, aber ich weiß, dass mir das, dass ich davon viel lernen kann und dass mir das gut tut, auf lange Sicht. Also von daher, dieser ganze Bereich der Eudämonie und der sinnhaften Mediennutzung, ist damit schwer zu erklären. Und ebenso das Menschenbild, das wirkt etwas veraltet und mechanistisch. Ja, es ist korrekt, dass manches Verhalten gelernt ist und uns die Gründe nicht häufig unbewusst sind, aber ganz gewiss nicht alles Verhalten und nicht immer und nicht für alle Personen. Von daher gibt es Bereiche, wo die Mood-Management-Theorie gewiss zutrifft, also beispielsweise, wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie bei einer langweiligen Vorlesung auf Ihr Handy schauen, weil Sie merken, boah, das unterfordert mich aber gerade. Dann zückt man schnell das Handy und dann findet man irgendwas Attraktives und Interessantes. Da ist das sicherlich, trifft das sehr zu. So, wir haben uns heute, um schon zum Ende zu kommen, mit der Mediennutzung beschäftigt, mit dem, was Medien sind, wie diese genutzt werden, wer das nutzt, wie viel. Und warum man Medien nutzt. Also das ist ja eben bei Users und Grads. Deswegen wird es hier dazu gezählt, weil das entscheidet, was wir nutzen. Also welches Medien wir in welchem Kontext nutzen. Ich wiederhole, Mediennutzung ist komplex und schwer greifbar. Es gibt so viele Dimensionen. Also wir können uns über die Infrastruktur unterhalten, über Glasfaserkabel, was das Internet mit uns gemacht hat, über Endgeräte, darüber, was es bedeutet, dass Apple wahrscheinlich das erste Smartphone auf den Markt gebracht hat, welche Anwendungen wir nutzen, durch welchen Anbieter die kommen, wie das dann genutzt wird, was die Motive sind, die Inhalte. Also es ist wirklich sehr komplex. Sicherlich ist es so, dass wir anhand von Nutzerzahlen sehen können, dass digitale Mediennutzung zunimmt und analoge Mediennutzung abnimmt. Und Smartphone zum Metamedium wird. Aber es nicht so wahrscheinlich ist, dass das Buch irgendwann komplett abgelöst wird. Das sagt das Riepelsche Gesetz. Das ist unwahrscheinlich. Physische Sozialkontakte scheinen tatsächlich ein bisschen abzunehmen. Nicht nur während einer Pandemie. AnsprechpartnerInnen aber nicht, vielleicht sogar zuzunehmen. Und das kann uns dann vielleicht doch auch etwas positiv stimmen. Eben, dass wir unsere Freundinnen eben auch über Zoom und WhatsApp doch ganz gut erreichen können. Und es ist somit einfach schwer, das normativ einzuschätzen. Ist es jetzt gut oder schlecht? Deskriptiv fällt das ein bisschen leichter. Mediennutzung ist sowohl bewusst und rational begründet. Ich denke, das zeigt der Users and Gratifications Ansatz sehr eindrücklich. Aber er ist auch natürlich implizit irrational, ja? Manchmal nutzen wir es mehr, als wir es wollen, und auch erlernt. Und vielleicht der letzte Gedanke hier, dass man schon sich dann fragen kann, was macht das mit uns allen und als Gesellschaft? Und naja, dass eben Menschen wohl, die mehr Ressourcen haben, also lieber mehr auch Kompetenz verfügen aus diesem reichhaltigen Angebot, was es gibt, mehr ziehen können, mehr mitnehmen können. Und ja, eben soziale Medien beispielsweise besser nutzen können und andere eben nicht. Und da darf man nicht übermäßig verallgemeinern. Ja, Sie können Inhalte auch hier nachlesen, Dinge, die ich zitiert habe und auf die wir aufbauen. Ganz tolles Paper ist beispielsweise von meinem Kollegen Adrian Meyer und Leonard Reinecke, welche da sehr differenzieren.
betrachten, wenn wir uns die Effekte von Mediennutzung anschauen. Über was sprechen wir eigentlich und welche Aspekte der Mediennutzung picken wir überhaupt raus und was macht das dann mit uns? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich dann schon auf die nächste gemeinsame Sitzung. Auf Wiedersehen!